Hey, hey, hey und damit herzlich willkommen zum 11. Teambuilding-Video für die NPBL Season 5 hier auf meinem Kanal. Ja, letzter Spieltag, wichtigster Spieltag, denn diesen Spieltag müssen wir gewinnen und wir müssen gegen den guten alten Packe Plays TV. Er ist aktuell Erster, das heißt, wir müssen hier gegen einen Erstplatzierten gewinnen mit einem ziemlich starken Team, wie ich finde, und das wird halt keine leichte Aufgabe sein. Ich musste mir wirklich was sehr Starkes überlegen. Ich musste wirklich hart tryharden hier in dem Team und habe dementsprechend alles Mögliche rausgehauen, was ich raushauen kann. Hab jeden Stein zweimal umgedreht, überlegt, was ich hier machen kann, was mein Play ist, was meine Wincon ist und etc. pp. Ja, in der Stunde kämpfen wir, das heißt, Und ich wollte das Teambuilding-Video eben so relativ frühzeitig machen, also nicht frühzeitig, sondern relativ nah am Kampf dran, damit ich nochmal alles in Erinnerung habe, was ich da gebaut habe. Und ihr seht hier schon die 6 Mons, aber bevor ich auf die eingehe, kann ich so ein bisschen auf seine Mons eingehen. Also er hat ein wirklich sehr verdammt starkes Team und verdammt tryhardiges Team auf jeden Fall, was normal ist, was okay ist. Es haben irgendwie sehr weniger so ein richtig tryhardiges Team oder so ein richtig starkes Team. Und er hat halt eins von denen und ja. Er hat auf jeden Fall Libalo, Volto, das ist halt schon ziemlich starkes. Pixie im Tier 2 als ein Follow-Mimon, was ziemlich stark ist. Drift Zeppeli, was übelst krass mit Gortrom synergiert oder mit Feldern generell. Rabigator, was mit so eines der besten Tier 2 Mons ist, die man sich vorstellen kann. Es ist unglaublich, was er da alles eigentlich bekommen hat. Das ist eigentlich schon fast eine Frechheit. Thanatora hat er im Tier 3, was halt auch sehr, sehr stark sein kann. Der kann sogar auch sehr stark gegen mich sein, muss man dazu sagen. Kerada gibt es auf jeden Fall noch. Was auch sehr, sehr stark sein kann, weil wenn er sich plötzlich da irgendwie mit Iron Defense Setup, während er offensiv gesehen auf mich drauf presset, könnte auch mit Body Press ziemlich ekelhaft sein. Wir haben zwar auch spezielle Attacker und Urshifu, also vergesst, was ich gesagt habe. Aber prinzipiell gegen andere können es stark sein. Wenn das gegen mich bringt, ist das fein. Gortrom haben wir, was immer eine Gefahr ist. Für mein Team so eine 50-50. Ich habe da so Sachen wie Zapdos, Xerox, die das ganz gut pressern. Aber dann presset er mich halt gut mit, mein Mr. Invisible zum Beispiel oder mein Cobra Kai, was ich hier zum Beispiel habe. Oder auch generell sowas wie Gravit oder Regirock kann ich halt auf gar keinen Fall gegen ihn mitnehmen. Auch Mortipod wird einfach gewone-shottet, ne? Also musste ich da gucken, dass ich da nicht zu viele Mons mitnehme, die schwach dagegen sind, wie ihr seht. Lucario ist auch immer ein Threat, ne? Ja, den hat bisher sehr oft Scarf Coaching gespielt. Ich könnte es ihm auch gegen mich vorstellen mit Scarf Coaching. Muss nicht sein, aber ich könnte es mir vorstellen, das Sash Coaching von mir aus. Alolas Nobilikat ist der schnellste Fake-Out. Das ist auch wieder eine Frechheit, dass er den hat. Und Tandrak. Was, wenn er irgendwie Trick Room rausholt, mit sowas wie Kerada zum Beispiel. Eigentlich hat er nur Kerada dafür. Dann könnte das auch sehr, sehr gefährlich sein. Ich glaube, wenn wir da die Speed-Control bewahren, ist der nicht so schlimm. Aber der kann auch schlimm sein. Aber ich habe mir nur so halb drauf gepreppt. Wenn er den jetzt als Wincon mitnimmt, müssen wir gut drumrum spielen und gucken, dass wir den Trick Room nicht rauskriegen. Oder dass er ihn nicht rauskriegt. Aber da habe ich eigentlich mit 3 Mons, die den KO'en können und noch ein paar andere Nischensachen, genug Sachen, um den zu killen, bevor er seinen Trick Room rauskriegt. Da müssen wir mal schauen, falls er sowas spielt. Aber egal. Kommen wir zu den Mons. Also, ich habe hier auf jeden Fall, also das erste Mon, was ich eigentlich hatte, war Zapdos, aber dazu komme ich noch nicht, weil ich erstmal Xerox hier vorne habe. Ich habe mir Xerox gedacht, dass es ein sehr gutes Mon ist. Weil erstmal pressured der Pixie, weswegen er irgendwie so ein bisschen geforst ist, den nicht zu leaden. Oder beziehungsweise der halt schon extrem viel Schaden bekommt und ich will den gut anchippen, damit meine Wincon da auf jeden Fall sehr extrem gut was machen kann. Sein Bullet Punch ist auch ganz geil gegen Gortrom. Zwar ist Grassy Glide schneller, aber ich kann trotzdem eventuell mit dem anderen Mon Protect und mit dem Grassy Glide drücken. Der kann ja kein Woodhammer oder kein High Horsepower drücken, weil der Bullet Punch schneller ist. Vielleicht so zum Revention. Auch andere Sachen zum Revention. Thanatora zum Revention, falls er den mitbringt. Weil vor dem habe ich ein bisschen Angst, dass er Shell Smash Follow Me spielt. Weil der könnte auch gut gegen mein Team durchgehen, wenn er es richtig anstellt. Also die Möglichkeit ist da. Will da nichts abschlagen.
Der Bullet Punch ist zwar Resist auf Libello und Voltolos, aber wenn er irgendwie so Max Fighting drückt, dann ist der Bullet Punch wieder neutral und dann kann ich den halt auch gut touchen. Zumal man ja auch Revengen kann oder ein Life Orb Range bringen, wenn der Life Orb ist oder Sash knacksen oder sowas. Ist halt eigentlich immer ganz geil, ja. Oder generell eine Prio zu haben, auch wenn seine Stahlresistenzen schon ziemlich gut sind. Dann haben wir Xizor dabei. Ich habe da lange überlegt, Dual Wingbeat oder Xizor. Sprich auf Deutsch entweder Kreuzschere oder Doppelflügel, so heißt der deutsche Move. Doppelflügel wäre halt ganz geil, für den Fall, dass der Goldraum Pixie leadet. Weil wenn er da Follow Me drückt, dann würde der Doppelflügel zumindest auch das Pixie sehr gut treffen. Sprich, also ist dafür gedacht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Kreuzschere auf Rudaboom drücken will, dann drückt er halt Follow Me, dann geht die Kreuzschere auf Pixie und das ist halt Resistance, das macht nicht so viel. Aber bei Doppelflügel würde ich zumindest Pixie neutral treffen. Problem an der Sache ist, ich habe auch ein bisschen Angst vor Rabigador. Falls er den irgendwie in Szene gesetzt bekommt, auch wenn ich Inteleon habe, wenn er Inteleon weg hat, ist das kritisch mit Pixie nebendran. Und da hätte ich auch schon ziemlich gerne den X-Tresor, damit ich da auch Rabigator gut hitten kann. Ja. Ansonsten, Voltorb treffen wir nicht sehr effektiv. Libello treffen in der Regel nicht sehr effektiv. Also da ist sie so halt wiederum bad. Aber da kommt es halt wieder drauf an, was sein Partner ist. Quick Guard ist, glaube ich, aber somit der wichtigste Move hier. Weil erstens Fake Out. Er kann zwar wirklich Speed Creepen. Das würde auch wahrscheinlich auch Xerox Speed Creepen. Da mache ich mir keine Hoffnung. Das könnte aber vielleicht helfen, falls er irgendwie doch kein Minspeed, falls er doch irgendwie Minspeed ist. Aber in erster Linie will ich seine Grasrutsche blocken. Weil die pressert halt Inteleon. Weil Inteleon, gucken wir uns mal Inteleon an. Weil Inteleon ist halt gut gegen Libello, ist gut gegen Voltolos, das ignoriert Follow Me, das ist gut gegen Drift Zeppeli, kann ihn schon fast O-Kommen mit dem Snipeshot, ist gut gegen Rabigator, wenn ich seinen Snipeshot critte. Falls er Follow Me Shells mehr spielt, kann ich Thanatora auch wegknallen. Kerada trifft's gut, Lucario trifft's gut, Snubbelicat trifft's gut und er hat stolze 2 Wasserresistenzen, wovon er eine fast nie mitbringt, weil er mit dem nicht zufrieden ist und das ist Tandrak. Kann vielleicht wegen letzten Spieltag mitkommen, ich weiß es nicht. Weiß auch nicht, wie gut das in irgendeinem Effekt gegen mich ist, aber selbst wenn, dann ist... Ich muss, glaube ich, nur die Speed Control bewahren und dann ist das okay. Aber, trotzdem, leider nur Gortrom und Tandrak. Ja, da kann ich halt wirklich, also er könnte Scarf Gortrom sein, klar. Oder Tailwind setten. Aber ich kann zumindest die Grasrutsche blockieren, falls sie mich irgendwie pressured. Und da ist halt der Quick Guard sehr, sehr stark. Und zu guter Letzt haben wir Protect, weil ich habe keinen anderen Move gesehen, um Protect immer auf Xerox zu haben und den vor bisschen vor Libello zu schützen, ist halt gut. Ich weiß nicht, ich glaube Sonne, Life Orb, Max Flare killt trotzdem durch den Protect, aber ich glaube im Protect sollte der nicht killen. Kann auch ein Roll sein. Aber zumindest können wir da ein bisschen mit Protect spielen, ja. Das ist Xerox. Dann, wie ich schon gesagt habe, ich habe hier Mr. Invisible, der ist auch sehr, sehr gut gegen ihn. Wie ich schon bereits sagte, weil Snipeshot trifft halt alles sehr gut. Und alles, was Snipeshot nicht trifft, wird von Ice Beam getroffen. Das heißt, Water Ice ist eine sehr starke Kombination gegen ihn im Endeffekt. Und ich outspeede auch, wie gesagt, seinen Rillaboom. Weil, außer er Scarf oder Tailwind. Und deswegen spielen wir dieses Set mit dem Full Speed, Full Special Attack. Wir mussten da nichts creepen, weil er hat Libellos halt einen Punkt langsamer. Das heißt, wir können Full Speed einfach gehen. Und da habe ich halt den Vorteil. Und zusätzlich habe ich noch den Vorteil, dass er im Vergleich zu Dennis keinen Stringshot hat, um den langsamer zu machen. Er hat Tailwind, um seine Mons schneller zu machen. Aber wenn ich Inteleon so ein bisschen in der Back halte, dann kann ich da auch mit gegen agieren. Auf jeden Fall. Oder ich habe auch andere Möglichkeiten. Aber zumindest kann er mit Follow Me nicht meinen Snipeshot umlenken. Also mein Präzisionsschuss wirkt so, dass es halt von Seitentausch und von Spotlight nicht betroffen wird. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil Pixie treffen wir zwar auch sehr stark, aber den Rest, den können wir halt schon fast one-shotten. Also Drift Zeppeli können wir fast one-shotten, Voltorb können wir one-shotten. Wenn wir lieber Lucritten, können wir den sogar in der Dynamax one-shotten, weil wir sind schneller, bevor er den anderen Typen annimmt, ist er tot. Thanatora können wir one-shotten, wenn er nicht gedynamaxed ist. Kerada können wir sehr viel Schaden zumindest zufügen. Lucario können wir töten, wenn wir Snipeshot critten und zum Billycat. Und das ist halt das. Snipeshot und Ice Beam sind halt die einzigen Attacken, die ich dann im Endeffekt brauche.
Jetzt gibt's noch eine Sache, da muss ich halt gucken, was brauche ich noch. Und zwar dachte ich so, okay, Zapdos wird auf jeden Fall eins seiner stärksten Mons sein. Und du brauchst irgendwas gegen dieses Rabigator. Ja. Zwar werde ich meistens eher Snipeshot spielen, aber wenn ich sehe, okay, Snipeshot, er hat eine AV und schon Speed Death Boost, er Dynamax zurück. Und Zapdos wird ihr mit einem Max Airstream nicht killen, aber ich mit dem Snipeshot crit jetzt. Ne, wobei, das Speed Boost ist egal. Aber sofern, aber sagen wir, er ist AV und ich kill ihn nicht ganz. Oder ich habe das vorher rausgefunden, er ist halt defensiv mit AV. Dann würde ich ihn sogar tatsächlich eher soaken, weil ich weiß, wenn Zapdos dann Dynamax ist, der Damage Output von Max Lightning höher, Life Orb, höher als ein Snipeshot crit. Für sowas können wir uns überlegen. Oder für Pixie. Bei Pixie killen wir mit, glaube ich, mit, wenn es Bedef ist, kennen wir den nicht ganz im Next Airstream. Aber wenn es, wenn wir soaken, können wir mit dem Next Lightning zumindest killen, was halt ganz geil ist. Und ansonsten können wir halt ganz einfach die Steps von den Mons wegnehmen, was halt auch sehr, sehr wichtig ist. Protect als letzten Move, ich will ihn halt schützen. Ganz einfach. Wenn der Rillaboom auf dem Feld hat, ich kein Sherox mehr, will ich ihn einfach schützen. Und vielleicht mit Zapdos den Max Airstream drücken und ihn killen. Damit ich mit Inteleon dann zum Beispiel sowas wie, ja, Liberlo, Voltolos mit dem Piu Piu Snipeshot einfach weghauen. Ja. Dann als sechstes, und das ist halt wirklich das stärkste Pokémon, weil, guckt euch mal sein Team an. Er hat zwei Flying Resistenzen. Zwei. Und der eine wird von Elektro sehr effektiv getroffen, der andere neutral. Und Voltolos ist nicht so, nicht so defensiv. Also muss nicht. Außer er spielt ihn irgendwie AV. Und deswegen, meine Damen und Herren, haben wir voll stolz Life Orb Zapdos dabei. Wie gesagt, ich muss hier an der Stelle halt sehr tryharden. Deswegen wird hier jetzt nicht so viel Fun kommen, aber ich muss halt in die Playoffs kommen oder ich will in die Playoffs kommen. Und da wäre es halt wichtig, wenn ich wirklich das Stärkstmögliche aus diesem Team raushole, wie es nur geht. Life Orb Zapdos, wie gesagt, Flugspam, guckt euch sein Team an. Flying Spam ist so gut. Ist so, so gut. Da muss ich das ausnutzen. Er weiß das auch. Er braucht irgendeinen Counter dagegen. Und Zapdos ist auch mehr ein sehr, sehr bulky, muss man auch sagen. Das heißt halt Umkehrschluss, der wird halt auch sehr, sehr gut mal. Er wird auch gut und gerne mal was überleben. Von gegnerischen Mons, von Rabigator wird dann Max Rock voll auf jeden Fall überleben. Von Liberlo, Life Orb, Feuerangriff in der Sonne, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wenn ich voll bin, sollte ich den überleben. Und Heatwave ist halt einfach nur dazu da, um. Falls sie die Sonne rausholen müssen, erstmal. Das klingt komisch, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Falls ihr auf Gortrom oder Kerada. Na, Kerada eher nicht, aber. Falls ihr auf Gortrom die Anti-Flugbeere spielen, das können die sogar mehr oder weniger sehen. Dann wäre natürlich so ein Max Fire auch stark. Vor allem, wenn die Sonne aktiv ist, weil falls er mit Liberlo Dynamax oder so, und wir kennen die Prozedur, Dynamax ist Scheißhasen und du gewinnst, dann könnten wir auf jeden Fall mehr oder weniger ein Step mit Heatwave, also das berechnet sich so ähnlich. Auf jeden Fall. Da wäre es halt auch eigentlich ganz geil. Vor allem, wenn er beschließt, sich plötzlich zum Stahltypen zu machen, weil er. Wobei Stahl ist eigentlich gar nicht so geil gegen mich. Aber falls er sich vielleicht zum Käfer. Na, wobei Käfer ist auch nicht so geil für ihn. Naja, falls Heatwave dann noch irgendwie aus irgendwelchen Gründen stärker sein sollte, dann werden wir ihn auf jeden Fall drücken. Und er ist einfach ein Spread-Move. Zumal der halt auch zum Beispiel eher weniger misst als ein Hurricane von Gortrom. Heatwave hat eine höhere Chance zu treffen als Hurricane, deswegen könnte man den auch da treffen zum Beispiel oder drücken. Speed Grip sind wir auf Rabigator, ganz einfach. Full Special Attack Bulk. Statik ist auch ganz geil. Ja. Er hat Gortrom. Maybe Knockoff Rabigator. Wobei kann er Knockoff nicht sehen, aber auf jeden Fall Darkest Lariat, wenn nicht. Physisches Dings nicht, aber. Falls er High Jump Kick drücken will gegen Cobra Kai oder so. Was ich auch nicht unbedingt glaube. Aber falls sie irgendwie ein
physischen Angriff von Libello erwarten, der Kontakt hat, können wir den auch reinwerfen zum Beispiel. Lucario können wir reinwerfen, falls er wieder aus irgendwelchen Gründen Scarf spielt. Scarf Coaching spielt er so oft. Also da könnte es sogar sein. Oder generell halt, damit er langsamer ist, falls er Tailwind drin hat. Da ist ein Static auch ganz gut. Ja. So viel zu Zapdos. Dann als nächstes, und das habe ich halt gesagt, falls ich die Sonne rausholen möchte. Warum will ich die Sonne rausholen? Wegen diesem Knaben hier. Denn wir haben Tangela. Physisch defensiv mit Chlorophyll dabei. Was macht dieses Set? Dieses Set ist eigentlich für Redirection gedacht, erstens. Und zweitens, so ein bisschen zum Sleepen. Das ist halt ganz geil gegen Libalos, ganz geil gegen Voltolos, falls er ohne Safety Goggles mitkommt. Rabigator, Drefzeppli, Pixie. Wir können alles einschläfern, außer seinen Gortrom oder seinen Safety Goggles, Mann. Full physisch defensiv können wir so, falls er Jolly spielt. Wobei selbst Element Life Orb, Dyna, Feuer, ohne Sonne, können wir überleben. Er holt die Sonne für uns raus. Und durch diese schnellen Speed-Mechaniken sind wir instant schneller und können sogar entweder Libello oder das Mon nebendran einschläfern. Und in der nächsten Runde sind wir sogar nochmal schneller als Libello, falls wir überleben. Und deswegen habe ich den über Regenerator gezogen, weil ich sehe den irgendwie nicht so oft rausswitchen. Guckt euch mein Team an. Ich will Zapdos keinen Chip fressen lassen. Boston will ich eigentlich, ist eigentlich meistens eher Lead und der will eigentlich auch nicht so wirklich in Attacken reinkommen. Vor allem, weil dieselben, weil die beide eine Feuerschwäche haben und Boston auch nicht unbedingt eine Flugattacke tanken will. Beziehungsweise, die haben ähnliche Resistenzen, das heißt Pflanzenattacken Pflanzenattacken werden sowieso nicht auf Tangela landen, außer ich switch den rein. Deswegen habe ich keinen Regenerator gesehen. Hätte ich Regirock vielleicht in diesem Matchup, was so defensiv ist, dann hätte man auf jeden Fall da was mit Regenerator gemacht. Aber ich glaube, in dem Kampf ist Chlorophyll viel besser, weil ich kann auch einmal protecten mit ihm. Er kann vielleicht versuchen, das Tangela sogar anzupeilen, weil er nicht gesleept werden will. Dann sind wir sogar relativ voll noch und können dann Sleep Powdern, was halt super geil ist. Und ja, ist krass, was Tangela ist tanken. Life Orb, Dyna, Feuerangriff. Tankt er auf jeden Fall das Biest. Und ja, dann Protect natürlich. Wer hätte es gedacht? Weil, weiß nicht, meine Stärke ist immer, Protect auf allen Mons zu haben, wenn es geht. Und zu guter Letzt, Urshifu mit Sash. Wenn ich die beiden Sachen habe, dann sage ich euch, sind meine Chancen zu gewinnen bei 90-10. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich fühle mich auf jeden Fall wohler. Und da ist halt wieder auch das Sash Urshifu super, 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 super geil. Super geil. Er hat Pixie, aber wir haben Iron Head dafür. Wir haben Close Combat, Wicked Blow, Iron Head, Protect. Ist halt super geil, weil wir damit auf jeden Fall einen Hit rauskriegen. Und sein Team ist relativ bulky offense. Wenn wir da alles angechippt bekommen, können wir eventuell dann auch mit einem Wicked Blow und einem Close Combat im Iron Head Sachen revengen. Wir können den auch mal mit Sash und das ist halt das Schöne. Das habe ich in den letzten Malen nicht bedacht, aber so wie ich jetzt, ich habe halt echt lange überlegt, aber so wie ich das jetzt spielen könnte, wäre, ich habe Zapdos, ich drücke Dynadüse und ich weiß, mein Gegner wird auf jeden Fall nicht den Urshifu-Slot doppelt anpeilen, da kann ich Urshifu auch mit Sash einfach mal reinwerfen, kriegt Max Airstream Booster mich plus 1. Und sofern er keine Prio hat und davon hat er 3 Sucker Punch Libello. Vakuum Wave und Bullet Punch Lucario und Fake Out Snubbelicat und Fake Out G-Max Gortrom oder Feint auf Snubbelicat. Das sind so seine Sachen. Oder wäre das halt ganz geil, weil auch plus 1 outspeeden wir auch alles, was nicht hinter einem Tailwind ist oder ein Plus oder selbst ein plus 1 hat. Und das wäre halt echt eine sehr, sehr starke Synergie. Sash Urshifu, bisher immer das beste Urshifu gewesen. Ich sag's, wie es ist, Leute. Ich sag's, wie es ist. Bisher, Sash Urshifu war immer der GOAT. Immer der GOAT. Da gab es nichts anderes. Deswegen, ja. Aber es ist sehr einfach erklärt. Mal gucken, ob er auch diesmal GOATet. Wenn wir einen Wicked Blow oder so rauskriegen, ist halt geil. Aber trotzdem problematisch. Er hat immer noch Prius aller Grasrutsche. Das darf man nicht vergessen. Er hat Voltolos und Libello, was halt einfach schneller ist. Er hat wirklich ein bisschen schneller als Rabigator mit dem Speed. Subilikat ist schneller. Das heißt, wenn er mich vielleicht sogar doppelt anpeilt und rausnimmt, muss mir der Sash auch nichts bringen. Aber wir können zumindest einmal einen Hit überleben und wie gesagt, so in Max Airstream reinwerfen, also unseren eigenen Max Airstream reinwerfen.
dann sind wir halt auch plus 1. Ne? Ja. Und zu guter Letzt, und das ist tatsächlich ein Drawback zu dem Kampf gegen Big Relaxo, Fake Tears Trick V Play Protect. Warum? Erstmal, was viele nicht wissen oder viele vergessen, er hat Unaware Clef, ja? Wenn du dich boostest, ignoriert er deine Boosts. Aber was man nicht, oder was man öfter mal vergisst, vor allem als Singlespieler auch mal öfter gern vergisst, weil Stat-Drops kommen da eher weniger vor, die du spielst, ne? Eher selten. Ist halt einfach, dass seine Drops nicht ignoriert werden. Weil Unaware besagt, dass Pixie alles ignoriert vom Gegner. Sprich, wenn der Gegner Angriffsboost hat, Death Boost, Death Drops, ignoriert er. Aber wenn der Gegner ignoriert nicht die Boosts von Clef, deswegen gibt es Unaware Cosmic Power Sets auch teils in Draft liegen, wenn man nicht gerade Angst vor Toxic hat. Und, was noch viel wichtiger in dem Fall ist, Drops. Weil wir können einfach Fake Tears drücken und sofern er nicht Sash ist, können wir mit dem Max Airstream den einfach rausnehmen. Easy as that. Und wenn wir das Follow Me Mon Turn 1 einfach rausnehmen, dann kann Zapdos halt ziemlich viel machen. Und das ist halt sehr, sehr wichtig an der Stelle. Trick Eject Button hat mehrere Gründe. Es ist jetzt nicht unbedingt auch, wie gegen Big Relaxo, es ist nicht unbedingt dafür gedacht, dass ich sein Dynamax rausforce. Es ist im Endeffekt dafür gedacht, dass ich vielleicht, na Pixie nicht, aber vielleicht Drift Zeppeli das an Burden wegnehme. Das kann ich damit halt easy machen. Dann kann er keinen Rückenwind setzen. Das ist so mein Counter. Kera, da kann ich den Evilite wegnehmen. Gortrom kann ich eine AV vielleicht wegnehmen. Was für uns nicht so geil wäre, wenn wir nur V-Play drücken könnten. Aber guckt euch mal sein Team an. Es ist so physisch offensiv. Da ist eigentlich auch der V-Play ziemlich stark, wenn ich darauf gelockt bin. Also wäre mir der Trade egal. Könnt vielleicht auch ein Item von Lucario wegnehmen. Ne? Von Thanatora vielleicht was. Who knows, who knows. Und ansonsten haben wir halt den V-Play. Wie gesagt, der ist halt sehr, sehr stark gegen ihn, gegen seine physischen Mons und Protect, falls er Fake-Out mitnimmt und ich mich vom Fake-Out schützen will. Also wir haben eigentlich 6-mal Protect und 1-mal Quick-Guard dabei. Also sprich, wir haben 7-mal Protect dabei. Und wenn wir 7-mal Protect dabei haben und ein Sash Urshifu, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Hoffe ich zumindest. Ja, deswegen sehen wir es gleich. Also ich sehe es in einer halben Stunde. Ich glaube mittlerweile, ja, doch in so einer halben bis 40 Minuten kämpfen wir. Und ihr seht es natürlich morgen Abend. Letzter Kampf. Morgen Abend, letzter Kampf. Unsere letzte Chance auf die Playoffs. Wenn wir das gewinnen, sind wir safe laut der Tabelle, weil wir eine sehr gute Differenz haben. Und wenn wir das verlieren, dann sind wir raus. Außer ich hole einen Punkt. Das kann natürlich sein, der dann reicht. Und Big Relaxo gegen Steve ist ein 2-0. Das kann natürlich auch sein, dass ich dann da so weiterkomme. Es kommt halt drauf an, wie die anderen spielen. Aber ich bin safe, wenn ich 2-1 gewinne oder gar 2-0 gewinne. Bin ich sogar noch safer, als man denken mag. Deswegen, wir müssen mal schauen. Also in 40 Minuten kämpfen wir circa. Ich bin gespannt, was er mit hat. Ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Mein Matchup ist geil mit Zapdos. Also Zapdos-Spam ist... Also, Zapdos ist so gut. Ich habe das Einzige, bevor ich Angst habe, ist Thanatora. Und ich glaube, das habe ich nicht erwähnt, warum ich Discharge spiele statt T-Bolt oder Thunder. Falls er Follow Me hat, Follow Me Shell Smash drücken will, kann ich einfach Protecten, Life Orb Discharge und als Spread Move reicht das trotzdem gegen Thanatora. By the way, das ist mir noch gerade so eingefallen, das habe ich euch nicht gesagt. Dafür ist das auch gedacht. Und ich kann Para snacken bis zum geht nicht mehr. Aber in erster Linie für diesen Moment, falls er das Pixie und Thanatora leadet. Weil Thanatora macht mir schon Angst. Und dann im Shell Smash kann er mein komplettes Team zerstören. Ich habe zwar Weezer, deswegen auch so ein Grund, warum ich Weezer dabei habe. Der kann dann halt auch ein bisschen wallen, das könnte uns ein bisschen helfen. Aber in erster Linie haben wir auch da Discharge. Und es ist halt gut, sein Team zu paralysieren, weil Speed Control gegen sein Team ist strong. Ist strong, vor allem, weil ich den Trick noch nicht gesehen habe. Naja, egal. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen, dann werden wir sehen, schaffe ich es in die Playoffs, schaffe ich es nicht in die Playoffs. Das werde ich persönlich in 40 Minuten sehen und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend, Tag und ein nice Live. Macht's gut.